Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von Call of Duty Black Ops 2. Und heute spielen wir Herrschaft Express und der ewige Gameplay-Spender ist heute der Devil242 mit einem Thema, was ihr wahrscheinlich jetzt schon in der Videobeschreibung seht und euch ist dieser Titel bestimmt schon aufgefallen. Bevor ich anfange, weiß ich natürlich, dass dieses Thema sehr speziell ist und ich will nochmal sagen, auch wenn ich verkifft aussehe, ich habe noch nie in meinem Leben einen Joint geraucht. Aber ich möchte trotzdem die Wahrheit von Marihuana aufdecken. Ja, in Deutschland ist der Besitz von Marihuana erlaubt, aber das Konsumieren von Marihuana ist verboten. Ihr glaubt gar nicht, wie verbreitet Marihuana ist. Jeder dritte Raucher in Deutschland hat mindestens einmal in seinem Leben einen Joint geraucht. Und ich weiß, dass jetzt sehr viele Leute zusehen, die schon mal an einem Joint genuckelt haben, sei es jetzt in der Clique oder so. Fakt ist, Marihuana, also der Wirkstoff THC, hat sehr, sehr viele Vorteile für unseren menschlichen Körper. Manche sagen sogar, dass Marihuana das Leben verlängern tut. Und die Heilungssachen sind gut. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas mit den Knochen habe oder irgendwelche Schmerzen, Kopfschmerzen, dann rauch doch einfach mal einen Joint, sagen manche. Oder ja, sowas zum Beispiel. Also Marihuana hat tatsächlich einen sehr, sehr hilfreichen Wirkstoff. Nur das Problem ist einfach, dass Marihuana sehr stark entspannt und viele Kiffer können einfach nicht verstehen, warum das Zeug verboten ist. Leute, liebe Kiffer-Community, es ist so, wenn du Marihuana rauchst, dann gibt es immer wieder Idioten, die meinen, sie müssten Auto fahren beim Kiffen, weil die unterschätzen diese ganze Gefahr. Jetzt stellt euch mal vor, Marihuana wäre legal. Die Unfallszahlen würden unglaublich in die Höhe schreiten, weil viele Leute Unfälle bauen, weil sie eben gekifft haben, weil sie einfach entspannt sind, weil sie einfach high sind und ja, aus dem Grund denke ich mal, ist es auch verboten. Aber es ist auch verboten, weil eben ein Krieg herrscht um dieses Gras und zwar hauptsächlich in den Ländern, in den südamerikanischen Ländern. Und zwar gibt es da verschiedene Drogenkartelle, die einfach sogenannte Anspruch erheben. Da gibt es zum Beispiel Los Zetas zum Beispiel. Das ist eine richtig brutale Bande. Die ist verantwortlich für sehr viele Morde. Und da gibt es noch andere Drogenkartelle und die kämpfen gegeneinander um die Herrschaft des Marihuanas. So, das heißt, wenn ich einen Joint rauche, dann bin ich auch mitverantwortlich für den Drogenkrieg in den Ländern. Das ist wie Kinderpornografie, wenn ich diese Bilder konsumiere, dann bin ich eigentlich auch schon ein Sexualstraftäter. So müsst ihr euch das vorstellen, ne? Konsum bedeutet, dass du einfach verantwortlich bist, dass dieses Geschäft floriert. Ja, aber ich bin eigentlich ganz solide eingestellt. Ich habe nichts gegen Leute, die Marihuana nehmen. Ich habe nur was dagegen, wenn Leute Marihuana konsumieren und dann Auto fahren und es dann zu einem Unfall kommt und dann vielleicht eine Familie stirbt mit ihren Kindern und was weiß ich. Das ist das Problem. Das ist in meinen Augen das Hauptproblem, weil ich auch Leute kenne, die Auto fahren und kiffen. Und das kann nicht sein, Leute. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und ja, ich denke schon, dass Marihuana eine Gesellschaftsdroge ist. Ihr glaubt gar nicht, in jedem kleinen Dorf, Leute, gibt es mindestens 10 Leute, die dieses grüne Wunder konsumieren. Und ich rate eigentlich keinem anfangen zu kiffen. Es ist erstmal zu teuer. Im Endeffekt ist es auch ungesund. Und ja, man kann viel sagen, aber machen tut man es eh nicht. Aber ja. So, also das Gameplay. Blitzschlag ist nicht mehr verfügbar, aber er hat noch einen Heli und den setzt er jetzt ein. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, ob du auch schon mal einen Joint gekifft hast. Oder ob du mal in Kontakt dieses grünen Wunders gekommen bist. Manche sagen auch Yogi dazu. Schreib's in die Kommentare. Es ist übrigens nicht verboten, wenn du schreibst, oh, ich hab mal gekifft. Das ist überhaupt nicht schlimm. Schreib einfach mal in die Kommentare, was dich vielleicht an Marihuana fasziniert. Wie es bei dir wirkt. Chillt es dich ab oder keine Ahnung.
kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Oh, Tarnhelikopter. Das ist ja cool. Spaß beiseite, Leute. Natürlich nicht. Obwohl ich immer auf dem Bild aussehe, als ob ich gekifft habe. Das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Video mache. Um aufzuräumen. Aufzuräumen. Ja. So. Das ist leider eine Niederlage. Aber auch eine Niederlage kann ein Gewinn sein, Leute. Ich sage auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Haut rein. Ciao. Bis dann. So. Was ist jetzt los? Ups. Habt den falschen Controller in der Hand. Das Spiel geht ja noch weiter. Stopp! Da ist der edle Gameplay-Spender Devil242. Hast dir Mühe gegeben. Und haut rein, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Übrigens, nächste Woche kommt mein Blue Yeti-Headset. Freue mich schon richtig auf das Ding. Und haut rein. Bis dann. Ciao!